Ja, moin. Erste Urlaubswoche ist ja nun schon wieder fast rum. Es ist Freitag. War aber schön bis jetzt. Viel angeguckt. Ganzes Stück unterwegs gewesen. Ich habe mir gerade überlegt, ich mache jetzt ein bisschen Wochenende Ruhe, Beine hoch. Beine hoch, in Anführungsstrichen. Ich bin ja hier in Masson und bei den vielen Seen und hier gibt es viele Wanderwege, Fahrradstrecken, Boot ausleihen. Ich werde mir dann wahrscheinlich hier irgendwo einen Campingplatz aussuchen, wo ich das Wochenende verbringen werde, komplett bis Montag und fahre dann am Montag weiter. Dann fahre ich aber nicht mehr bis Estland, wie ich ursprünglich gedacht hatte, sondern bloß bis Litauen und auch nicht an der Ostsee dort oben, sondern in eine von den beiden großen Städten. Dann mache ich gemütlich wieder zurück, so wie bis jetzt auch, dass man sich jeden Tag was anguckt und nicht, dass dann Beschwerden kommen, du warst ja gar nicht in Estland. Okay. Hier, bin gerade aus dem Bett gekrochen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und dann gucken wir mal. Hab gerade noch was gefunden, weil ich mir auf der Rückfahrt angucken werde. Und zwar der Oberlandkanal. Der verbindet mehrere Städte Ostpreußens bis nach Elblag. Unter anderem geht er auch durch Osterode, wo wir gestern waren. Hier ein Stückel vor Elblag haben die 1844 noch keine Schleusen gebaut, sondern Schienen. Und da werden die Schiffe mit Wasserrädern über Land gezogen an vier Stellen. Also entweder ich fahre da mit dem Rad ein Stückel an dem Kanal lang und gucke mir das an. Man kann dort aber auch eine Schifffahrt buchen, wo du die vier Stellen mit dem Schiff fährst und mit dem Bus zurückgebracht wirst. Das werde ich wahrscheinlich dann auf der Rückfahrt machen. Heute fahren wir erstmal auf den Campingplatz hier in der Nähe, um mit dem Fahrrad zu diesen Stellen zu kommen. Ist das von hier zu weit? Und übers Wochenende werde ich gemütlich immer eine Runde an den Seen lang fahren mit dem Fahrrad. Man kann auch Boote mieten hier überall. Da kann man eine Runde paddeln. Alles noch drin. Mal sehen. Ich bleibe jetzt 3 Tage hier auf dem Campingplatz übers Wochenende. Momentan richtig leer, die Yacht, aber das wird morgen dann voll. So, Zelt ist fertig. Ich habe neben dem Auto die beiden Solarmodule jetzt hingelegt. Etwas schräg gestellt. Und jetzt habe ich. So, jetzt habe ich, das ist mein Solarmodul. Kriege ich 1,3 Ampere rein. Jetzt wird die Batterie natürlich nie geladen, weil die mit 4 Ampere der Kühlschrank läuft gerade. Das heißt, der Kühlschrank zieht jetzt bloß ungefähr 2 Ampere von der Batterie, weil ich ja 2 Ampere vom Solarmodul kriege. So, jetzt haben wir sie beide. Wie gesagt, ich habe hier neben dem Auto die beiden Module liegen. Und jetzt haben wir hier rechts 1,8 Ampere gehen rein vom Solarregler. Und links sieht man 1,7 Ampere lädt es noch.
Weil 100 Milli ungefähr zieht hier mein ganzes Gelumpe. Ich habe hier zwei Kameras am Ladegerät noch und sonst weiter nichts. Und die Lampen, die brauchen ja auch einen gewissen Ruhestrom. Also lädt er jetzt so bei so gut wie keiner Sonne, wie gesagt, stark bewölkt, es kommt bald Regen, lädt er trotzdem noch mit 1,7 Ampere. Ach, und im letzten Video hatte ich ja von dem Richt geschrieben, ich hatte hier den kleinen Schlauch neben der Tür. So, hab den Richt jetzt mit Panzertape geklebt. Ich hatte mir so ein spezielles Zeltklebeband mal geholt zwischendurch. Aber da machte mir das Panzertape dann doch einen be besseren Eindruck, wenn ich das hier drauf klebe. Nur, dass du das Zeltklebeband in 100 verschiedenen Farben kaufen konntest, dass du dir die beste Farbe raussuchst, die hier wenig auffällt. Aber so besonders klebend hat das meines Erachtens nicht. Schauen wir mal, was da passiert. Mit 100 Milliampere laden wir noch die Batterie. Wie gesagt, ich habe ungefähr einen Ruheverbrauch hier von 100 Milliampere. Ich habe ja immerhin die Uhr am Laufen. Dann habe ich hier noch eine Kamera stecken. Momentan eigentlich weiter nicht mehr. Oh, mit Projektion. Kaum habe ich mir häuslich eingerichtet, fängt es an mit Regnen. Hatte eigentlich gerade gucken wollen, ob ich mich jetzt aufs Fahrrad schwinge und noch irgendwo hingucke. Aber das übrigt sich jetzt. Machen wir heute mal einen gemütlichen und dann müssen wir mal sehen, wie morgen das Wetter wird. Da werde ich morgen mal sehen, ob ich Fahrradtour mache oder irgendwo Boot ausleihe oder sowas. Schauen wir mal. Ja, übrigens, so wie ich den jetzt habe, dachte ich, könnte ich mir irgendwie eine Halterung bauen. Mit so einer fertigen Fernsehhalterung, dass man das hier an den beiden Streben von der Kopfstütze irgendwie festschraubt. Muss ich mir nochmal angucken, wie das so am besten klappen könnte. Ich habe jetzt gerade mal nach dem Stromverbrauch geguckt. Wenn ich das Laptop alleine jetzt habe über den Inverter, da brauche ich 6 Ampere. Der Inverter zieht natürlich auch noch ein bisschen. Und wenn ich den Fernseher jetzt hochgefahren habe, geht er auf 10 Ampere. Also das ist dann schon ein bisschen eine Hausnummer. Ich sag mal, rein rechnerisch kann ich dann auch 15 Stunden lang ununterbrochen das Zeug anhaben. So, Modelle liegen nach draußen. Kurz nach um 9 Uhr. Er bringt mir jetzt 6,1 Ampere. Die Sonne prasselt schon ganz schön. Aber ich denke mal, viel mehr über 7, 8 werden wir bestimmt nie kommen. Ja, inzwischen ist der Strom auf 7 Ampere hochgegangen. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr. Ja, Zeltplatz ist eigentlich schön. Auch ruhig hier. Kostet 40 Zloty eine Nacht und ist alles mit drin, also für Wohnmobil, Wasserentsorgung, Strom ist dabei und Duschen sind hier ohne Marke, kannst du duschen wie du willst. Gibt eigentlich nichts weiter zu sagen, ist eigentlich guter. Was gut ist, hier gibt es früh frische Brötchen, wenn du die abends bestellst. Die schmecken auch gut, also
Ich war gar nicht zufrieden jetzt. Ja, ich war schon wohl noch zu Ende frühstücken. Und dann setze ich mich aufs Fahrrad und guck mal, was wir so treiben. Da kam ich heute früh da hoch und wollte mir die Brötchen holen. Machte die Tür hier auf, das ist eine Balkon-Verandatür. Drückte die hier rein und rief dann Hallo. Da kam ein kniehoher Hund rangestürmt. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich dachte, der wollte mich jetzt anbellen, verjagen oder was auch immer. Nee. Der huschte an meinen Beinen vorbei, raus auf den Campingplatz, weil da draußen noch jemand anderes mit 2 Hunden oder 3 Hunde waren hier insgesamt auf dem Platz. Die wollte dann natürlich alle kennenlernen. War die Chefin hier nicht ganz begeistert. Aber na gut. Der hat sich vertragen mit den anderen Hunden, die waren alle frei. Da geht das ja in der Regel. An den Straßen hat sich ja seit dem Krieg nicht mehr viel geändert. Ist das noch aus Bräuchen gewesen hier oder? So, hier müssen wir jetzt weiterfahren. So, hier bin ich jetzt dreimal vorbeigefahren, aber das ist tatsächlich der Weg, den ich nehmen muss. Ja, Geocaching in Ostpreußen, beziehungsweise in Masson. Ich habe hier einen schönen Campingplatz gefunden. Der ist eigentlich wirklich schön gemütlich abgelegen. Man hat Platz und Ruhe. Ich blende es mit ein. Ja, und jetzt bin ich schon weg. Da ringsum im Umkreis, der nächste Cache ist 8 Kilometer weg. Und jetzt wollte ich dahin fahren, beziehungsweise bin ich immer noch unterwegs dahin. Bin zwar schon 10 Kilometer gefahren, weil teilweise erkennst du die Straße nie. Das Navi wollte mir nicht erzählen jetzt. Das klappt irgendwie nie und ich hatte keine Lust, zu basteln. Da habe ich eigentlich bloß ab und zu mal in die Karte geguckt und stellte immer wieder fest, ich bin weit weg von der Straße, beziehungsweise von dem angezeigten Weg. Ja. Und prompt ist das hier, als Fahrradweg eingezeichnet. Ja, keine richtige Fahrradroute oder sowas, da haben die auch schon gepflasterte Straßen hier in Polen. Aber irgendwie habe ich das Ding nie verfolgen können. Da bin ich schon zweimal vorbei.
Und dann habe ich irgendwo anders schon mal das Abbiegen verpasst. Aber wir kommen noch an. Ist ja nicht ganz so, dass man nicht wissen, wo es hingeht. Ich sage mal, solange man die Sonne sehen kann, wissen wir immer, wo oben und unten ist. Oder auch Norden und Süden. Aber Wahnsinn, hört ihr das? Doch, jetzt hört man was. Und da hinten habe ich gerade eine Krankenwagen-Sirene gehört. Und hier hat gerade ein Hahn geschrien. Aber sonst hörst du hier nichts, da ist so totale Ruhe. Nur der Wind rauscht ab und zu mal ein bisschen. Wahnsinn. Ist schön. Aber jetzt hier, also eine Kreuzung ist ja nie eingezeichnet. Hier ist ein bisschen leichten Knick nach rechts, wäre was als Weg zu erkennen. Und hier Knick nach rechts, das sieht eher wie ein Weg aus, aber unsicher. Die Richtung, wie der Weg weitergehen sollte, wäre hier noch geradeaus und dann da hinten irgendwo ein Bogen. Also das passt auch nicht ganz. Ist eine richtige Herausforderung, den Weg zu finden. Stückel Hirschgeweih habe ich gefunden. Ja, von hier kam der Weg. Da kam ich von der Wiese dann runter und der kreuzte Weg, der eigentlich gar nicht irgendwo eingezeichnet war. Und das war am Anfang noch ein richtiger Weg, wo öfters mal einer fährt. Hier sieht es ja aus, als ob hier bloß, was weiß ich, zweimal in der Woche einer lang fährt. Und jetzt bin ich von dem Weg hier angekommen und stehe da. Naja, scheint auch übers Feld noch ab und zu mal einer gefahren zu sein, aber das wollen wir mal nie machen mit dem Fahrrad. Ich werde jetzt hier an den nächsten See ranfahren, meine Flasche Bier trinken und dann an den Rückweg mich machen. Irgendwo noch ein bisschen was einkaufen, wenn ich irgendwo einen Laden finde. Die sind hier auch knapp bemessen. Schauen wir mal. Ich mich am Rand von dem Maisfeld bei Fahrrad langgeschoben. Jetzt komme ich hier an. Hier kommt wieder so ein Pseudo-Weg. Mal sehen, ob der irgendwo hinführt. Aber nichtsdestotrotz. Ich setze mich jetzt hierher. Hier scheint kein Viehzeug zu sein. Und trinke in Ruhe mein Bierchen. Und dann fahren wir noch was einkaufen. Gibt es ja auch nie allzu viele Läden. Da muss ich auch noch irgendwo querfeldein. Und dann fahren wir zurück. Scheiß auf den Cash. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Nachdem sämtliche in der Karte eingemalte Wege hier im Nichts enden, das ist der Wahnsinn. Aber schöne Landschaft, schöne Gegend hier. Da von da rechts bin ich gekommen und hier vorne hörte plötzlich die Straße wieder auf. Aber da unten irgendwo im Tal muss ich einen Weg lang gehen. Eine Straße, eine richtige. So, ich habe wieder etwas wie Zivilisation gefunden. Oh, hier ist Storch da, hein?
Ja, also ich habe wieder eine Straße gefunden. Und jetzt lassen wir das. Jetzt nutzt man keine Wanderwege. Und wenn die noch so gut in der Karte eingezeichnet sind. Und fahren aber Richtung nach Hause jetzt. Keine Experimente mehr. Heute ist wieder Cooking Time. Hab hier zwei polnische Kartoffeln. Die sind nicht ganz so gewaschen wie unsere, also doch ein bisschen anders. Ein bisschen sauberer als zu DDR-Zeiten damals, aber immer noch nie ganz blank, wie die bei uns kaufst. Das Dumme ist, ich habe mir Quark geholt und ich habe mir auch eine Zwiebel geholt, aber ich finde die Zwiebel nicht. Ich glaube, ich habe gestern, weil ich schon mal ein bisschen Ordnung reingeschafft habe, die aus Versehen mit in den Müll gehauen. Da gibt es den Quark heute ohne Zwiebel. Na gut. Aber dafür gibt es Leberwurst, ein paar Stückchen Paprika habe ich noch und saure Gurke habe ich auch noch. Moin. Ja, ich kann nicht voll nachvollziehen. Ich fand's jetzt immer ganz lustig, wenn ich irgendwo gelesen habe oder Witze drüber gesehen habe, dass die jetzt hier einen dicken Strick dran haben, dass der Deckel nie weggeht. Doch jetzt hat sich was Entscheidendes getan. Denn am Plastikdeckel, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann. Normalerweise, ich krieg nachts oder frühzeitig manchmal Durst, trinke einen Schluck und dann schlafe ich weiter. Jetzt mache ich die Flasche auf, drücke den Deckel, ich dachte, ich habe ihn weggedrückt, trinke ich so, fühlt sich normal an, hatte aber die Lippe am Deckel. Jetzt habe ich mir das alles übers Gesicht gegossen, das Bett ist nass. Und ich bin aufgewühlt und kann nicht mehr schlafen. Ich versuche nochmal mich hinzulegen, vielleicht schlafe ich nochmal. Ja, ich finde das bescheuert mit dem Deckel. Kann ich voll nachvollziehen, dass die alle meckern. Eingeschlafen bin ich jetzt natürlich wieder nie, weil ich irgendwie immer wieder nachdenken muss, warum die so einen Mist machen. Zum Ehen, wisst nie. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Leute den Deckel wegschmeißen. Weil ich sag mal, auch so eine kleine Bulle trinkst du nicht mit einmal aus. Auch eine Cola, die trinkst du kaum auf Ex, weil die hat ja auch so viel Kohlensäure, da wird sie ja platzen. Das heißt, man will den Deckel zumindest nicht wieder draufschrauben. So, Auto, ich trinke immer die großen Zeltersflaschen, die anderthalb sind, glaube ich, drin, anderthalb Liter oder 1 Liter. Jedenfalls im Auto mache ich auch den Deckel immer ab, winkel, und dann mache ich den Deckel wieder drauf. Ja, hier, wenn du den Deckel so in der Hand hast, merkst du, wie der drauf kommt. Hier kannst du ohne hinzugucken. Na gut, geht auch, aber ist schwierig, das Ding zu finden. Das heißt, beim Autofahren, wenn du hier aus so einer Flasche trinkst, musst du jedes Mal von der Straße weg auf die Flasche trinken gucken, um
den Deckel wieder drauf zu kriegen. Heute fahren wir weiter. Das sind noch ungefähr 100, 120, 150, ich weiß gar nicht genau, bis zur litauischen Grenze. Und da werden wir wahrscheinlich über die Grenze fahren heute. Und kurz nach der Grenze suchen wir uns irgendwo einen Übernachtungsplatz. Ja, ich habe jetzt die Sache überlegt. Ich werde nur noch bis Kaunas fahren oder Vilnius. Ich weiß noch nie, in welche der beiden Städte. Das sind die zwei größten Städte. Beide sind ansehbar. Überlege ich mir noch, wo ich da genau hinfahren werde. Und dann werde ich langsam umdrehen und wieder zurückfahren. Bis Estland werde ich nicht mehr fahren. Das wird dann zu stressig. Ich will ja nie auf Krampf Kilometer schrubben. Ich will ja eigentlich ein bisschen mir was angucken und mich ein bisschen erholen. Wenn ich da jetzt 500 Kilometer am Tag fahre, das ist dann kein Spaß mehr, finde ich. Himmel ist total bewölkt, aber wir haben hier trotzdem 1,2 Ampere, schickt er mir noch in die Batterie. Nicht schlecht. Also ich sag mal, ein bisschen was bringt schon. Wird nicht das ersetzt, was ich abends jetzt verbraucht habe. Zumal ich ja den Fernseher mit betreibe. Rechner alleine würde wohl noch gehen. Aber da ich die Batterie ja groß genug gewählt habe, komme ich damit zu Ende. Ja, der Nachbar baut schon wieder am Fahrrad. Ja, der ist mit seinen Eltern unterwegs hier. Die Eltern fahren mit dem Wohnmobil. Immer Ostsee-Umrundung wollen die machen. Die kommen aus Frankfurt, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Frankfurt Main. Ja, und der Sohn, der fährt die ganze Tour mit dem Fahrrad. Und die trollern dann immer rum und treffen sich abends mit dem auf dem Campingplatz. Der ruft dann immer an, wo er absteigt. Dadurch hat er den Vorteil, er braucht kein Gepäck mitnehmen. Die Jagd um 8 ist immer da mit den frischen Brötchen. Jetzt ist kurz vor um 8, also von daher packen wir es ein. Ah, schade, gerade hat er geklappert wie verrückt. Der Klapperstorch.